das Recht auf Religionsausübung, aber auch das Recht darauf, nicht religiös zu sein, ist ein inzwischen von den United Nations festgelegtes Menschenrecht. My family threatened to kill me because I don't believe in any kind of God. We are ex-Muslim and we cannot go back there because we will be killed. In Pakistan haben wir diese Blasphemiegesetze und im Moment unser ganzes Land ist unter Geiselnahme von Islamisten. Mein Name ist Mahmoudul Haq Munshi, ich bin ein Blogger und die PAK in Pakistan bedeutet heilig. So die Islamische Partei wollte nicht trennen von Pakistan. So deshalb mit pakistanischer Armee hat 3 Millionen Menschen getötet. Diese Leute hat mir zweimal versucht zum Tod machen und danach habe ich ein Stipendium von Heinrich Böll Stiftung bekommen und mit meiner Frau in 2015 habe ich nach Deutschland geflogen. Die beiden sprechen Arabisch und ich finde, es ist besser, wenn sie sich auf Arabisch zum Ausdruck bringen und ich werde dann für sie übersetzen. Sehr, sehr schön. البداية كانت بسيطة جدا كانت البداية alles begann mit einer Frage, einer ganz einfachen Frage. Ich habe mich gefragt, warum das Paradies eigentlich Türen hat. Und bin zu meinem Imam gegangen und habe ihn gefragt, warum hat das Paradies Türen? Und er hat mir gesagt, geh und bete und halt die Klappe. Und verglichen aber mit der Geschichte, die ich gelesen habe, da habe ich genau das Gegenteil festgestellt, dass schon seit dem Beginn eigentlich des Kalifats es ist eine blutige Geschichte und dass auch Muslime nicht nur andere, sondern auch sich gegenseitig umgebracht haben. Und leider haben wir in der Schule die falsche Geschichte gelernt, da wo nur von wunderbaren Zeiten, von Erfolg, von Wohlstand und Sieg die Rede war, aber nicht von diesen blutigen Zeiten die Rede war. Wir Muslime sind ein bisschen so ein Exklusiv-Club, da wo wir sagen, nur wir gehen ins Paradies und die anderen gehen in die Hölle. Wie kann es sein, dass wir von Gott favorisiert werden, während diejenigen, die etwas wirklich für die Menschheit getan haben, dann außen oder in die Hölle geht? Ich bin verheiratet und ich habe meinen Mann einmal gefragt, erzähl mir, was hat der Islam für mich als eine Frau getan? Und der Mann hat zuerst apologetisch gesagt, ja, der Islam macht dich wie eine Königin und ich bewahre dich wie ein Juwel. Und dann hat sie gesagt, aber ich will nicht ein Ding oder ein Objekt sein, der aufbewahrt wird. Ich bin ein Mensch und ich frage nach meinen Rechten, was für Rechten hat ich? Und dann fing ich zusammen mit meinem Mann dann im Koran zu lesen und in den Aussagen des Propheten. Und dann haben wir festgestellt, dass der Prophet eigentlich keine positive Haltung zu den Frauen hatte. Er war daran interessiert, eine Armee aufzubauen, Frauen als eine Art Geschenk zu nehmen oder auch im Krieg als Kriegsbeute zu erbeuten. Und das war nicht jetzt das Bild, das für mich als Frau befriedigen konnte. Ja, ich gebe jetzt einfach mal die Frage weiter. Also für mich war es sehr einfach.
4 Jahre habe ich auch Koran studiert, auch ein bisschen Hadith studiert. Und am Ende habe ich auch festgelegt, nein, das ist keine Religion für mich. Meine erste Frage war zum Thema Kriegsbeute, Frauen. Dann kam das Thema insgesamt Sklaverei. Warum wurde ein allermächtiger Gott Sklaverei von Mitmenschen erlauben? Dann kam die Frage, ja, warum gibt es 4 Frauen für einen Mann und nicht 4 Männer für eine Frau? Das hat mir 4 Jahre gedauert, bis ich auch zu mir gesagt habe, jetzt bin ich Atheistin, ich glaube an keine Religion mehr. Und ich habe nicht nur Koran studiert, sondern auch Alten Testament, King James Version, das auch, und dann auch Hinduismus. So, es war sehr klar für mich, dass alle Religionen sind von Menschen einfach, um uns zu begehren und um zu besiegen, sind da gefördert. Die sind alle politisch. Es geht nicht um Gott, es geht um was anderes. Wann ich war ein Kind, ich habe alle Bücher gelesen. Ich hatte keine Ahnung, was es gibt, aber ich habe alle Bücher gelesen, einmal, zweimal. Dann kamen diese Probleme, ich hatte so viele Fragen und ich konnte nicht die Antwort finden. So, ich habe auch Koran, Bibel und alle Bücher von alle Religionen gelesen. Danach habe ich gedacht, nein, es gibt keinen Gott. Das kann nicht sein. So, in 2002, ja, ich habe in mein College gesagt, dass ich bin ein Atheist. Dann gab es kein Problem, aber wann ich habe das auf dem Internet geschrieben, dann kamen alle Probleme. So, das war meine Geschichte. Ich habe meine erste Erfahrung nach dem Tod des Salman Taseer gemacht. Er wurde von seiner Security oder Sicherheit erschossen. Und 98% meiner Kontakte haben sich gefreut. Die haben wirklich gesagt, ja gut, er hat das gut gemacht. Warum hat er gesagt, dass Blasphemie-Gesetze sind schwarze Gesetze? Das sollte man nicht sagen. Outing in diesem Sinne ist sehr, sehr gefährlich. Ich habe darüber mit einigen engen Freunden gesprochen und die haben gesagt, ja, hallo, darüber reden wir nicht. Du glaubst an einen Gott, das war's. Das Wichtigste, das Wertvollste, was man lernt in dieser Bildung, ist, dass man lesen und schreiben kann. Und selber, vor allem wenn man eine Fremdsprache noch dazu lernt, dann öffnet man Fenster auf die Welt und dann fängt man an zu vergleichen. Meine heile Welt, die perfekt ist und gottgefällig, und die wirkliche, wahre Welt da draußen. Und dieser Vergleich, mit diesem Vergleich fängt an, dieses Lügengebäude natürlich zu bröckeln, dass man sagt, nee, das ist eine Illusion. Viele trauen sich überhaupt nicht, aus diesem Gefängnis rauszukommen, weil sie nichts anderes kennen. Und viele verteidigen dieses Gefängnis auch mit aller Vehemenz, bis sie sterben, auf eine grausame Art und Weise auch. Deshalb sind solche Leute, die hier sitzen, für mich sind Helden. Die sind... Es sind Menschen, die ihre Freiheit gesucht und gefunden haben in einer Gesellschaft, die Freiheit nicht buchstabieren kann. Und dann sind es auch Menschen, die angefangen haben, über den Westen zu lesen, über die Aufklärung. Und die haben auch an diese Werte der Freiheit geglaubt. Und dann kamen zu uns, um Schutz zu suchen. Und hier müssen sie sich trotzdem auch verstecken, 220 Jahre nach Voltaire und nach Kant, nachdem wir gedacht haben, Religionskritik gehört zur Aufklärung. Es ist
Und die Selbstverständlichkeit, dass wir Blasphemiegesetze in Pakistan und in Saudi-Arabien und Mauretanien haben, das ist Mittelalter. Noch komischer ist, dass wir immer noch in Europa diese Blasphemiegesetze mehr oder weniger auch haben und sie werden immer mehr. Der demografische Wandel und viel Migration bringen auch diese Anspruchsmentalität von den eingewanderten Muslimen, dass man hier auch den Propheten nicht beleidigen darf. Jesus ja, Mohammed nein, Bibel ja, Koran nein. Und wir messen mit zweierlei Maßen. Asia Bibi darf nicht in Großbritannien Asyl bekommen, weil man Angst vor einem muslimischen Mob hat. Was für eine Schande, was für ein Verrat gegen die Werte der Aufklärung. Und das nennt man auch Toleranz gegenüber Muslimen. Man belohnt aber die Intoleranz damit. Das ist das, was ich so gelesen habe, dass man eben auch davon ausgeht, eigentlich der Islam war auf dem Weg zu einer Entschärfung. Und das im Grunde genommen durch bestimmte politische Bewegungen, also auch durch Weltkriege, aber auch dadurch, dass Kolonien sozusagen in Afrika gekommen sind, dass man damit eigentlich den Islam wieder in eine Haltung gebracht hat, dass er wieder mehr gekämpft hat und redet deshalb jetzt inzwischen davon, dass ein Islamismus um sich gegriffen hätte, aber auch, weil der Westen das ein Stück gefördert hätte, weil man im Grunde genommen den Islam kaputt machen wollte. Also ich glaube, der Kolonialismus war die größte Chance für die islamische Welt und nicht umgekehrt. Die islamische Welt lebte in Aberglaube. In dieser Zeit vor dem Kolonialismus, da hat man in Europa die Gedanken von Rousseau und Kant und Montesquieu diskutiert und Hume. Und in der islamischen Welt entstand der Wahhabismus parallel dazu. Das war das Pendant der Aufklärung, die reaktionärste Denkschule oder Rechtsschule des Islam, der Wahhabismus. Und dann kam Napoleon nach Ägypten. Natürlich gab es Ungerechtigkeiten, natürlich gab es Ausbeutung, aber auch moderne Wissenschaft kam damit nach Afrika und in die arabische Welt. Schulwesen, davon wussten wir gar nicht, dass es sowas gibt. Schule, da wo man auch was anderes lernt, außer Koran und Hadithe. Justizsysteme, das erste Gericht, wurde, dass man überhaupt in der arabischen Welt zum ersten Mal gewusst hat, was ein Rechtsanwalt ist. Das gab es nicht. Es gab Richter und es gab Henker. Aber es war dann die narzisstische Wunde, dass die islamische Welt bis dahin geglaubt hat, sie sei die beste Gemeinschaft, die je geschaffen wurde. Und plötzlich kommt ein militärisch, wissenschaftlich, kulturell überlegener Feind und übernimmt auch die Macht in dieser Region. Und das ist dann, da kommt dann der arabische Stolz dazu und die Ehre und so weiter. Und natürlich die Überreste der Gedanken vom Dschihad. Das ist die Geschichte. Und der Westen hat nicht versucht, den Islam kaputt zu machen. Die westlichen Kolonialmächten, aber auch heute, die westlichen Staaten, die sind die besten Freunde der Islamisten. Also die Frau hat in Saudi-Arabien keine eigene Entscheidung, hat kein eigenes unabhängiges Dawesen. Der Mann entscheidet, ob sie zu Hause bleibt oder in die Schule geht oder arbeiten geht oder zu Hause bleibt. Sie kann auch den Partner nicht aussuchen. Sie sitzt zu Hause, bis irgendein Mann kommt und sie als Frau aussucht. Und dann, wenn sie Glück hat, dann ist er ein guter Mann. Und wenn nicht, dann ist es halt ihr Schicksal, bis sie stirbt und hoffentlich auch irgendwann ins Paradies geht. Also es gibt zwar jetzt ein Gesetz, dass Frauen Autos fahren dürfen, aber das ist nur ein Scheingesetz. Und das wurde nur durch bestimmte Frauen, die auch in den Medien auftauchen und dann
macht man Bilder, dass die Frau jetzt mit dem Auto fährt, aber es gilt als eine Schande, dass die Frau einfach alleine jetzt mit einem Auto unterwegs ist. Das, jenseits des Gesetzes ist auch natürlich dann die Tradition. In jeder patriarchalischen Gesellschaft hat man Angst vor einer selbstbewussten, unabhängigen Frau, die eigene Entscheidung trifft. Man hat Angst vor der weiblichen Emotion. Und das ist eine Kultur in Saudi-Arabien, aber auch in Mauretanien und Pakistan, das ist eine tribale Kultur. Das ist nicht nur die Frau steht unter Druck, der Mann steht unter einen unglaublichen Druck einer Männlichkeitswahn oder eines Männlichkeitswahns. Da muss sich beweisen. Und Männlichkeit bedeutet für ihn, er kontrolliert seine Schwester, seine Tochter, seine Frau, kämpft gegen Feinde. Das sind die zwei Begriffe, die auch in der arabischen, vorislamischen Poesie vorhanden waren. Ich beschütze meine Frauen, ich kämpfe gegen die Feinde. Und im Islam ist es ähnlich. Das ist die gleiche tribale Kultur. Denn Individualismus gilt als eine Gefahr. Und deshalb haben wir keine Kultur der Fragen und des Hinterfragens. Wir haben eine Kultur der Ehre, eine Kultur der vorgefertigten Antworten, die man schluckt in der Bildung, in der Moschee, in der Familie. Und diese Leute fangen an, aus der Reihe zu tanzen und zu sagen, warte mal, das kann ich nicht vereinbaren mit meiner Vernunft, das kann ich nicht vereinbaren mit meiner Menschlichkeit, das kann ich nicht vereinbaren mit meinem gesunden Menschenverstand. Ja, und dann werden sie mundtot gemacht im konkreten Sinne, nämlich umgebracht. Die erste Facette ist, dass Mauretanien sehr verschlossenes Land, ethnisch wie religiös. Früher gab es ein bisschen liberaleres Gesetz in Mauretanien und dieses Gesetz hat gesagt, wer seine Religion verändert, dem wird die Staatsbürgerschaft entzogen und auch seine Kinder dürfen diese Staatsbürgerschaft nicht besitzen. Aber dann kam ein Fall und dann das Gesetz wurde verschärft. Ein Blogger namens Mohammed Oulad Mkhatir, der hat einen Artikel im Internet veröffentlicht über Sklaverei und über die ethnischen Spannungen in Mauretanien. Ich kenne seinen Fall und habe ich auch verfolgt. Und der wurde auch zum Tode verurteilt. Und das Gesetz wurde dementsprechend auch verändert, dass wer seine Religion verändert, auch mit dem Tode bestraft werden kann. Nobody knows anything about Mauritania. This is my problem. الجزء الأخير لو رجعت إلى موريتانيا Also sollte ich jetzt nach Mauretanien zurückgehen, dann warten auf mich drei Probleme. Jedes ist schlimmer als das andere. Zunächst seitens des Gesetzes ist klar, dass ich dafür bestraft werden muss, dass ich den Islam verlassen habe, seitens des Stammes. Und ich gehöre zu einem sehr konservativen Stamm. Und meine Schwester, offensichtlich hat seine Schwester auch die gleiche Meinung wie er, wurde geschlagen von diesem Stamm. Und die warten auf mich, um Rache zu üben. Und die kleine Familie, selbst die kleine Familie, hat mich für vogelfrei erklärt und auch meine Schwester. أعمامي هادرين دمي أنا وأختي. Wir haben diese Gesetze von British Penal Court bekommen. Wir waren auch eine Vereinigte Königreich Kolonie. Danke. Und da haben wir auch diese Blasphemie-Gesetze übernommen, aber wir haben ein bisschen das verschärft zum Islam. Also das ist auf Englisch. The use of derogatory remarks, spoken, written, directly or indirectly, that defiles the name of Muhammad or other prophets, but especially Muhammad, intentionally or unintentionally, can lead to death sentence. That's it. Das heißt, dass du kommst entweder nie aus dem Knast, oder du erlebst dann eine Lynch-Justice.
Und das passiert mehrmals, weil dann es gibt auch viele Täter. Und dann am Ende sagen auch die Gerichte, ja, wir wissen nicht, wer hat das gemacht. Es gab so hunderte Männer. Wir hatten keine Ahnung. Wer war der Einzeltäter? So geht das. Und dann, die bekommen auch einen Schutz vom Staat. Die wurden beschützt. Wir haben das auch gesehen. Du hast das auch gerade erwähnt, dass UK hat gesagt, ich kann kein Asyl gewähren. Weil dann habe ich auch Probleme in meiner Gesellschaft und ich konnte auch eine Civil Unrest haben in UK. Das ist eine Schande. Ich muss sagen, das ist eine Schande. Ein europäisches Land kann keinen Schutz gewähren. Wo sollen wir hin denn? Nein, doch. Also da muss man auch natürlich Großbritannien in Schutz nehmen und auch Deutschland. Die gewähren Schutz. Du musst nur sagen, du bist ein Taliban-Kämpfer. Er muss sagen, ich war Islamist in Mauretanien, dann bekommt er sofort Asyl. Das ist kein Problem. Aber verfolgte Kopten, verfolgte Atheisten, die haben keine Lobbys hier. Die haben auch keine linken Aktivisten, die sie unterstützen und sagen, sie werden zweimal verfolgt in ihren Heimatländern, weil sie die westlichen Werte angenommen haben und akzeptiert haben, weil sie die Freiheit, alle linke Werte, Religionskritik, Feminismus, sexuelle Freiheit, all das spielt keine Rolle für Linke, wenn es um Muslime geht, denn sie sind kollektiv Opfer des Westens. Das ist das, was die Linken sehen wollen. Wie viele Projekte werden vom Staat bezahlt für gläubige Muslime, für Konservative, für Muslimbrüder, für Grauenwölfe, rechtsradikale Islamisten? Die bekommen Geld vom Staat und Unterstützung, aber Menschen, die versuchen, in Freiheit zu leben und versuchen auch eine Stimme zu sein für andere Menschen in ihren Ländern, sie machen aufmerksam auf das, was in ihren Ländern passiert. Nein, die wollen wir nicht. Die können uns Probleme verursachen mit DITIB und mit Muslimbrüdern. Und wir wollen ja tolerant sein. Und deshalb opfern wir diese Leute, schicken wir wieder nach Hause, holen Islamisten nach Europa und dann gute Nacht, wenn wir so weitermachen. Ich bin Mina Ahadi, Vorsitzende Zentralrat der Ex-Muslime und auch arbeite ich mit säkularer Flüchtlingshilfe. Ursprünglich komme ich aus dem Iran, vielleicht kennen Sie mich auch nicht, das ist ein bisschen kurz sage. Komme ich aus dem Iran und ich habe im Iran Medizin studiert, dann habe ich Demonstration teilgenommen gegen vorherige Regime im Iran. Dann als Islamisten Macht gewonnen haben im Iran, als eine Frau, als ein Mensch, war ich gegen dieses islamische Regime. Ich habe nicht akzeptiert, Kopftuch zu tragen und Demonstrationen organisiert, sehr große Demonstrationen, habe ich Rede gehalten gegen Islamisten. Am Endeffekt von Universität entlassen und mein erster Mann war auch Physikstudent, hat gekämpft gegen das islamische Regime, kritisiert dieses Regime, wurde schon festgenommen mit 5 anderen Gästen haben wir gehabt. Hingerichtet leider 1980 und eine Todesstrafe gegen mich bis jetzt gültig ist. Ich war 1980 in Kurdistan, also geflüchtet aus dem Iran. 10 Jahre war ich in Kurdistan Partisan und 1990 nach Deutschland gekommen. Meine Lebensgeschichte ist sehr viel verbunden mit Todesstrafe, habe ich erlebt. Was bedeutet Todesstrafe? Und auch ein anderer Teil, ich habe gesehen eine Steinigung im Iran. Und das hat mein Leben sehr viel geändert. Wenn eine Frau
im 20. Jahrhundert auf die Straße gebracht, allein deswegen, weil angeblich außereheliche Sex gehabt hat. Dann habe ich damals gesagt, warte Mina, wenn die Weltöffentlichkeit von so etwas hört, ich sage immer, die Uhren bleiben stehen. Und Menschen stehen auf und machen etwas dagegen. Ich war 1990 in Wien gelandet, von Bagdad geflogen und diese Weltöffentlichkeit kennengelernt. Dann habe ich gesehen, es gibt eine postmodernistische Weltöffentlichkeit. Ich habe linke Organisationen kennengelernt, die mich kritisiert haben. Wieso bist du so laut und radikal kritisch? Dann, ja, ich sage immer wieder nur kurz einen Satz und dann alles vorbei. Ich bin nicht normale Menschenrechtlerin, sondern in meinen Ohren, sie können die Stimme von Frauen hören, die gesteinigt worden sind oder Homosexuellen, die getötet worden sind. Genau deswegen habe ich 2001 eine Komitee gegen Steinigung gegründet, 2004 Komitee gegen Todesstrafe und 2007 Zentralrat der Ex-Muslime. Ich freue mich, diese Ex-Muslime hier sind, weil ich denke, bei uns ist so, wenn man möchte als Frau Leben genießen, auf die Straße gehen, lachen und Freude haben, dann hat man immer wieder mit einer Religion zu tun, mit einer Ideologie und auch die letzten 40 Jahre mit einer Regierung oder politischen Bewegung zu tun. Und dann, man muss auseinandersetzen mit dieser Religion, also Aufklärungsarbeit braucht man. Und am Endeffekt, die sitzen hier, die sind alle. Ich bestätige, dass alle Menschen, die Ex-Muslim oder Atheist sind, aus sogenannten islamischen Ländern, die sind für freie Meinungsäußerung, Frauenrechte, für säkulare Werte und die sind eine sehr, sehr wichtige Schatz für mich in unserem Land, in Deutschland. Und die letzte Zeit dieser Bewegung ist sehr, also viel in sogenannten islamischen Ländern. Hamed hat einmal auch darüber geschrieben, sehr viele Menschen sind Ex-Muslim und kritisch, weil Internet gibt, weil diese Möglichkeit gibt. Und du kannst vielleicht weiter. Wir merken gar nicht, dass eine Verschiebung stattfindet, weil das irgendwie auf Raten passiert. Freiheit stirbt nicht über Nacht, sondern auf Raten. So war es in der islamischen Welt. Vor 40 Jahren durften Frauen im Iran, in Ägypten und woanders, anderswo auf der Welt, frei auf der Straße gehen, ohne Kopftuch, sogar mit Minirock. Es gab Atheisten, die öffentliche Bücher in Ägypten schon in den 30er Jahren geschrieben haben, warum ich kein Moslem bin, wie Bertrand Russell. Und da ist nichts passiert. Aber langsam haben die Islamisten ihre Stimme erhoben, haben mehr Boden gewonnen und mit dem Kopftuch und mit diesem Zwang und mit der Indoktrinierung in Schulen islamisierte sich die Gesellschaft sehr stark. Und dann kamen auch diese Blasphemiegesetze dazu. Und dann Europa sollte eigentlich einen Gegenpol dazu beibehalten, als Kontinent der Aufklärung, der Selbstbestimmung des Individualismus. Aber nein, die islamischen Werte bestimmen die islamische Welt, verdrängen Christen, Juden und Atheisten außerhalb dieser Länder zu gehen oder bringen sie um. Und dann kommen auch Islamisten nach Europa und wollen die gleichen Gesetze auch hier einführen. Sie wollen uns einschüchtern, sie wollen keine Religionskritik haben, sie wollen keine Mohammed-Zeichnungen sehen. Und wir machen mit. Und wir merken nicht, dass wenn wir ein Stück Boden da aufgeben, dass wir das nie wieder zurückgewinnen können. Das ist auch, der politische Islam hat nie Territorien freiwillig aufgegeben. Wo auch immer er ein Stück Privilegien oder Land oder Gesetze erlangen hat. Sie aus Pakistan und aus Saudi-Arabien werden nicht aufgenommen als Teil der Gesellschaft, aber Saudi-Arabien ist jetzt Vorsitzender des Menschenrechtsrats in der Vereinigten Nationen.
Ja, und sie haben es geschafft, Pakistan auch reinzuholen als Mitglied dieses Rates. Und wissen Sie, was das für Bedeutung hat? Sie arbeiten beide zusammen an einem Islamophobiegesetz. Und das soll von der Europäischen Union abgesegnet werden. Die ersten Anzeichen haben wir schon bei diesem Urteil von dieser Seminarleiterin, die Mohammed pädophil genannt hat. Das war natürlich Schock, dass das ist eine Meinung. Es mag nicht eine richtige Meinung sein. Vielleicht hätte man nicht pädophil sagen müssen, sondern Kinderficker. Das würde gehen. Weil das würde stimmen. Ja, es gibt ja eine Bezeichnung der Kirchen als Kinderfickerverein. Und die Kirchen haben dagegen Prozess geführt und haben verloren. Weil irgendwie stimmt ja, teilweise. Ja, es ist sehr, sehr problematisch. Aber dann, das geht für die Kirchen, das darf man nicht über die Kirchen sagen. Das darf man schon über die Kirchen sagen, aber nicht über Mohammed. Obwohl man auch Belege dafür liefern kann. Und deshalb wird so ein Islamophobiegesetz kommen. Kanada wird jetzt demnächst ein Islamophobiegesetz verabschieden. Die Europäische Union arbeitet an sowas. Und es gibt dann die, jenseits der Gesetze, die moralische Erpressung von links, von den Muslimen selbst, von den religiösen Gefühlen, von den Verbänden, von den Kirchen, die sowas nicht haben wollen, von den Politikern, die Religionskritik nicht willkommen heißen und alles bigott und rassistisch bezeichnen. Und wir haben es geschafft, wir haben es nicht geschafft, als Kontinent der Moderne, die Moderne in die islamische Welt zu exportieren, aber wir haben es mit Erfolg geschafft, den Islamismus nach Europa zu importieren und seine Regeln und seine Dresscodes und seine Gedanken und seine Erpressungsmechanismen, seine Einschüchterungsmechanismen. Und wir dürfen angesichts dieses demografischen Wandels nicht so einfach gleichgültig bleiben, sonst eher wir versehen, gibt es Gesetze, die unsere Meinungsfreiheit total beschneiden. Und die Meinungsfreiheit ist die Mutter aller Freiheiten. Und der Glaubensfreiheit beinhaltet auch Freiheit vom Glauben. Und deshalb unterstütze ich genau das, was Mina Ahadi gesagt hat. Diese Leute sind unsere besten Verbündeten, weil sie die Verlängerung der Aufklärung sind. Die sind diejenigen, die sich freiwillig und nach reifer Überlegung für die Aufklärung entschieden haben. Sie haben es nicht geerbt. Und deshalb verdienen sie jede Unterstützung. War in Köln ja geplant, diese Moschee zu bauen. Man hat eine Befragung gemacht in Köln von allen Anwohnern im Kölner Westen, ob man das befürworten sollte oder nicht. Ich ging damals, das waren die Werte, mit denen ich groß geworden bin, Toleranz. Dass man jeden in seinem Glauben, damals war auch noch nicht so viel bekannt wie heute, unterstützen sollte und habe angegeben, ja, ich bin damit einverstanden. Und dass wir damals mit einer solchen Aussage, und die DITIB ist ja nun in Köln relativ aktiv, sozusagen einen Fehler gemacht haben. Wir haben eine Menge Fehler gemacht. Prinzipiell habe ich überhaupt nichts gegen den Bau einer Moschee oder Kirche egal was. Religionsfreiheit gehört, ist ein hohes Gut und gehört zur Aufklärung und zu einer modernen Gesellschaft dazu. Aber Glaubensfreiheit ohne Religionskritik und ohne Meinungsfreiheit ist extrem gefährlich. Das führt zum Bilden von Parallelgesellschaften, von politischen Sippen. Ich bin dafür, dass eine Moschee gebaut wird, aber ich bin auch dafür zu wissen, wer predigt in dieser Moschee, welche Theologie wird hier gepredigt, ist das überhaupt verfassungskonform, was in der Moschee gepredigt wird. Wir müssen immer diese Leute, die nach
Freiheiten sagen, Glaubensfreiheit, genau sagen, genau so wie wir im Film gehört haben. Zur Freiheit, ein Kopftuch zu tragen, gehört auch, dass das Mädchen, das gleiche Mädchen, das ein Kopftuch tragt, auch die Freiheit hat, jederzeit ein Bikini zu tragen und an Schwimmunterricht teilzunehmen. Das findet aber nicht statt. Freiheit ist wie die Moderne. Wir nehmen nur die Hälfte davon, was uns betrifft, aber wir lehnen die andere Hälfte ab, die Geisteshaltung, Freiheit insgesamt. Wenn ich Moscheen baue, aber nicht weiß, was da gepredigt wird, und wer die Betreiber sind und welche politischen Akteure im Hintergrund und welche Gelder überhaupt da in dieser Moschee hineinfließen. Die Moschee von Köln, die Moschee von Duisburg-Marxloh, damals hat man gesagt Wunder von Marxloh und viele Millionen aus der Europäischen Union und aus Deutschland, in der Hoffnung, dass diese Moscheen einen Beitrag leisten können in Sachen Integration, dass die Leute, aber die Moscheen haben den Unterbau für Radikalisierung gebaut. Weil sie haben die Kinder mit einer Ideologie vergiftet, die Deutschland gegenüber, dem Westen gegenüber sehr skeptisch war, mit einer moralischen Überlegenheit gegenüber dem Westen, Angst. Und die haben die jungen Muslime schlechtes Gewissen eingejagt. Und wenn sie ein Bier getrunken haben, dann sind sie Sünder, dann gehen sie in die Hölle. Wenn sie ein Mädchen kennengelernt haben oder sich verliebt haben, das ist eine Sünde. Und wie befreit man sich am besten von der Sünde? Das ist ein mühseliges Projekt, aber der kürzeste Weg ist, in den Dschihad zu ziehen. Und das ist genau das, was passiert ist. Man kann es empirisch eigentlich, ich weiß, dass für viele das klingt ein bisschen rassistisch und intolerant, aber ganz empirisch gesehen, solange es keine Moscheen in Deutschland gab, gab es keinen Islamismus und gab es keine Terroranschläge von Muslimen. Ab an dem die Moscheen und die Integration funktionierte auch viel besser damals. Mit den Moscheen kamen auch die Parallelgesellschaften, kamen auch diese politischen Sippen und dann später, dann die Spätfolgen, kam der Salafismus und die Erdoganisierung auch dieser Moscheen. Deshalb ist es, Toleranz muss Zähne haben und die Demokratie muss wehrhaft sein, die Freiheit muss sich verteidigen können. Ich kann nicht Freiheiten verteilen ohne Schranken und Glaubensfreiheit sollte Schranken haben, nämlich diese Freiheit endet da, wo die Freiheit des Individuums, auch des Moslems, betroffen ist. Ich kann nicht im Namen der Religionsfreiheit zulassen, dass ein Mädchen mit 6 Jahren ein Kopftuch trägt. Das ist eine... Das ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz, das Recht auf freie persönliche Entfaltung in Artikel 2. Das heißt, Teile des Artikels 4 verstoßen gegen Teile des Artikel 2. Und für mich geht Artikel 2 über Artikel 4, denn es geht um ein elementares Menschenrecht, Meinungsfreiheit, Freiheit der freien persönlichen Entfaltung. Das gleiche gilt für Glaubensfreiheit, schließt manchmal Meinungsfreiheit aus. Also das heißt, der Moslem zu seinem Glauben, der will nicht, dass sein Prophet beleidigt wird. Das kann ich verstehen. Aber wir leben nun mal in Deutschland und wir haben das Recht, Mohammed zu kritisieren. Ich glaube zur Gleichberechtigung von Muslimen und Nichtmuslimen. In erster Linie gehört, ja, der Islam gehört zu Deutschland erst, wenn auch Mohammed-Kritik und Koran-Kritik zu Deutschland gehören. Also ich gebe jetzt nochmal das Wort an Sie. Ja, und, also ich denke, wir reden über ein sehr kompliziertes Thema, nämlich Islam als ein Religion und auch politischer Islam. Ich habe in Deutschland, ich war von Anfang an gegen diese Moscheebau, zum Beispiel DITIB in Köln. Ich und Günter Wallraff haben wir ein Interview gegeben und Günter Wallraff hat gemeint, das ist eine Attraktion für unsere Stadt in Köln.
Und ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht, weil das, also die Zipmoschee wurde schon in Köln gebaut. Das ist ein Statement und auf anderer Seite, auf meine Sicht, kein normaler Moslem oder kein normaler Mensch irgendwo steht auf und sagt, ja, wir brauchen noch eine größere Moschee mit Milliarden, ich weiß nicht, Geld, von wo kommt, das war die erste Frage. Ich habe damals auch gesagt, das ist schon so und so, jede Moschee, die gebaut wird, hinter die ganze Geschichte steht eine islamische Verbände, islamische Organisation und auch, wenn Sie genau gucken, eine Regierung, nämlich Türkei, islamische Regime Iran, Saudi-Arabien. Alle Moscheen, die in Deutschland gebaut wurden, das ist so. Und ein sehr wichtiger Punkt ist, dass die deutsche Regierung hat mit diesen islamischen Organisationen zusammengearbeitet, Geld gegeben und im Namen Integration, also Imamunterricht und alles. Und jetzt wir sind in dieser Sackgasse. Also sehr viele junge Menschen werden radikalisiert durch diese politische Islam und Imame und alle Moscheebau und alles. Wir sind skeptisch und kritisch gegenüber. Aber soweit säkulare Flüchtlingshilfe betrifft, ich möchte auch noch einmal betonen, das ist eine sehr wichtige Organisation. Wir versuchen, Flüchtlinge, Ex-Muslime, Atheisten, Homosexuellen aus sogenannten islamischen Ländern helfen, dass hier Asyl bekommen. Wir haben sehr viel Erfolg auch bis jetzt gehabt. Aber auf anderer Seite, wie Sie gehört haben, diese Flüchtlinge, diese Atheisten haben auch ein Flüchtlingsheimproblem. Und ich denke, wir verlangen von Politik klipp und klar und laut in verschiedenen Medien uns bringt, dass wir erklären, wieso wir sind gekommen. Als eine Frau, wieso bin ich geflüchtet aus Saudi-Arabien? Ich möchte hier frei leben und die Politik und alle sollen schon erklären, wenn du 18 Jahre alt bist, du darfst hier einen Freund haben und kein Idiot darf dich zu Hause schlagen. Wir möchten eine laute Stimme für Frauenrechte, für Menschenrechte, für homosexuellen Rechte in Deutschland. Am Ende würde ich auch was sagen zum Thema Islamisierung und zum Thema Moschee bauen in Köln oder überhaupt in Deutschland. Also überhaupt, wenn ich in eine Moschee gehe, dann bin ich nicht willkommen. Ich darf nicht in eine Moschee als Frau rein ohne Kopftuch. Aber in Kölner Dom kann ich. In diese Synagoge auf unserer Breite Straße, da in der Nähe von Zülpicher Straße, dort kann ich. Auch ohne Kopftuch. Das Problem, ich muss das auch sagen, Islamophobie ist nur ein Begriff, um uns zu erpressen gegenüber, weil sie wollen keine Kritik an Islam. Es gibt viele Probleme in Islam, die müssen wir kritisieren. Und wer glaubt, dass das rassistisch ist, Islam ist keine Rasse. Und wer glaubt, dass es nicht erlaubt ist, denn ich sage euch auch, dass wir hätten diese Europa nie gehabt, wenn wir Bibel nicht kritisiert hätten. Und das will ich für auch die nächste Generation in Deutschland, sowieso außer Deutschland, in Europa, ganz Europa, dass wir haben die Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit. Mir ist egal, was du glaubst oder nicht glaubst. Es ist total egal. Und die Regierung muss auch kein Interesse dazu zeigen. Die Regierung muss neutral bleiben. Leider, so ist es nicht.